Warum hat die Welt keinen Frieden? Wir wünschen ihn uns so sehr. Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist. Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden. Aber die Menschen werden ja nicht schlau. Ich möchte keinen Krieg. Also ich möchte ihn nicht nochmal erleben. Ich möchte nicht nochmal erleben, ehrlich. Ich möchte nicht mehr erleben. Nicht mehr. Ekelhaft. Ganz, also ekelhaft, das, ich verstehe das nicht. Wo soll das denn noch hinführen? Oder wo hat das ein Ende? Aber die halbe Welt ist ja auf der Flucht. Wie können Menschen sowas machen? Hinter den Gedanken der Mächtigen kommen können. Geht immer um Geld. So wir haben das braucht kein Mensch. Wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt, alles scheiße. Komm, wir ziehen in den Frieden. Wir sind mehr als du glaubst. Wir sind schlafende Riesen. Aber jetzt stehen wir auf. Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind. Am Ende werden wir gewinnen. Wir lassen diese Welt nicht untergehen. Komm, wir ziehen in den Frieden. Familien, die sind auseinandergerissen. Man weiß nicht, was das noch wird. Das sind Männer, die weinen, die haben ihre Kinder im Arm und weinen, weil sie sich von denen verabschieden müssen. 15 war ich, als mein Vater erschossen wurde. Wo sie da steht, musste ich mit ansehen. Dreimal Bauchschuss. Warum hat die Welt keinen Frieden? Wir wünschen ihn uns so sehr. Der Krieg ist in der ganzen Welt. Es gibt, glaube ich, ja keinen Tag, wo kein Krieg ist. Also was Schlimmeres gibt es nicht. Was so viele Menschen denn da wieder geopfert werden. Wie die Menschen hin und her getrieben werden. Arme Menschen, arme Städte, die Menschen leiden und sonst ist Krieg total zu verachten. Die haben kein Gefühl, die sind gefühllos. Ich kann seit der Zeit nicht mehr schlafen. Aber wenn viele kleine Leute etwas tun, dann wird auch was bewegt. Es ist ja gut, dass es die Spenden gibt, nicht? Also wir möchten in Frieden zusammenleben, ja. Mit allen Völkern.